So, herzlich willkommen zu diesem Video aus der Videoreihe Erste Schritte mit PowerPoint 2016. Und jetzt sehen wir hier, was passiert während einer Bildschirmpräsentation und welche Möglichkeiten habe ich da. Und da müssen wir euch wissen, wie man seine Bildschirmpräsentation startet. Man geht hier in die Registerkarte Bildschirmpräsentation und kann dann hier sehr geschickt dann diese Präsentation starten. Einmal von Beginn an, das heißt von der ersten Folie an, wir sehen das hier auf der linken Seite, oder ab der Folie, auf der ich mich gerade hier befinde. Das ist hier zu sehen und hier. Wenn ich jetzt hier wähle ab der aktuellen Folie, dann sehe ich hier herüber mal, in diesem Ausschnitt sehe ich dann hier sehr schön dann diese Assistenzanzeige. Das heißt, ich sehe das bei mir so, wenn ich zwei Bildschirme, ich habe bei mir hier zwei Bildschirme, dann würde das so ausschauen. Wenn ich hier zum Beispiel rechte Maustaste nehme und Referentenansicht ausblenden mache, dann schaut das hier mal so aus. Dann kehre ich wieder zurück und kann dann dementsprechend aber natürlich auch dann die Präsentation dann wiederum in der Präsentationsansicht mir dann anschauen. Ich sehe dann praktisch hier in diesem Bereich, dieser Referentenansicht, sehe ich dann, wie das die Zuseher dann sehen. Und hier sehe ich dann, wenn ich dann referiere auf meinem Laptop zum Beispiel, sehe ich das Ganze hier dann. Dann sehe ich, das wäre dann hier im Beamer dargestellt. Und hier sehe ich dann, was in der nächsten Folie kommt. Ich könnte mir hier dann Notizen zum Beispiel einblenden lassen, die ich zu der entsprechenden Folie gemacht habe. Man kann aber auch natürlich sehr geschickt dann zwischen den einzelnen Folien dann herumspringen. Könnte hier dann sagen, okay, ich gehe jetzt dann zum Beispiel zur nächsten Folie. Das kann ich hier auch mit der rechten Maustaste machen. Dann geht dieses Kontextmenü auf. Da könnte ich dann zum Beispiel wieder weiterspringen zur nächsten. Und dementsprechend sehen dann die Zuseher dann auch wirklich dann die nächste Folie. Das ist dieser Bereich, den wir dann im letzten Video dann bearbeitet haben. Das heißt, du hast jetzt hier diese Referentenansicht kennengelernt. Du siehst das gleiche, wie man diese Bildschirmpräsentation dann auch beenden kann. Und du hast dann dementsprechend auch gesehen, wie man von der ersten Folie aus starten kann, das heißt von Beginn an, oder ab der Folie, auf der wir uns gerade dann auch befinden, wie wir innerhalb der Präsentation dann herumschalten können. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich dann schon auf dem Wiedersehen beim nächsten Video.